So, Stefan, das erste Bäcker Party Race haben wir hinter uns, wo du gefahren bist. Ne? Ja. Also es war das dritte Rennen, wir waren letztes Jahr dazu, aber diesmal haben wir einen eigenen Fahrer am Start gehabt mit dem eigenen Motorrad. Und ich finde, es war Weltklasse. Ne? Du bist super gefahren. Ja, ich bin gut zurechtgekommen. War ein schwieriger Kurs, aber habe mich ganz gut gewehrt. Ja. Beim zweiten Rennen mit dem Le Mans Start haben wir natürlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ja. Motorrad hat nicht gleich gestartet. Ja, ne? Ich habe zweimal drücken müssen und da war ich natürlich, sind die anderen schon mal vorgefahren und nicht hinterher. Aber naja, ich konnte wieder ein bisschen aufschließen. War du warst okay. Noch gut im Mittelfeld dann zum Schluss. Ne? Ja, hat schon ganz gut gepasst. Ne? War also wirklich klasse. Also wir waren begeistert. Was macht das? Was hast du zu dem Motorrad, die Pan-Am umgebaut? Also ich habe immer mehr Gefühl für das Ding. Also ist gut beherrschbar, leicht zu fahren, super bremsen, das muss man echt sagen. Also Leistung auch zu viel eigentlich für die kleinen Kurse, aber kann man auch gut beherrschen. Da regelt ja alles, die Traktionskontrolle funktioniert perfekt, alles. Ja. Also, was mich beeindruckt hat, wirklich, der Stefan ist nach dem zweiten Rennen gekommen, batschnass geschwitzt, das ist scheinbar anstrengend, so ein Kurs ohne Ende. Ne? Ja. Also was habt ihr gefahren? 8 Runden, glaube ich? Ja, ne? 8 Runden. 2 Einführungsrunden und dann 8 Runden Rennen, sind 10 Runden. Also da ist man zwar nur 10 Minuten bis 12 Minuten beschäftigt, aber halt richtig mit dem ganzen Körper, voller Einsatz, die Arme werden dick und also, du hast keinerlei Zeit zur Pause machen da, ne? Das dabei, heißt, ne? Kein, gar nicht, ne? Kein Moment zum Ausruhen da, alles Vollgas. Also, ja. Also nehmen hat es gesehen, also das ist anstrengend ohne Ende, ne? Also wenn man das sieht. Gut, klasse, Stefan. Wir freuen uns jetzt auf Berlin, ne? Ja, Berlin, da Spreewaldring. Bin ich schon öfter gefahren. Das ist eine gute Strecke, die liebe ich. Das ist, da schauen wir mal. Da kann man auch besser überholen. In Hasewinkel was überholen, wirklich schwierig. Das war so eng. Ja, war also, fast nicht möglich, ne? Irgendwo innen durchzukommen war wirklich, also ich habe es ein oder zweimal geschafft, aber da haben wir schon, muss man schon aufpassen. Also wir waren super zufrieden mit der Leistung, war super klasse. Danke, danke. Na? Wie sieht es aus? Nimmst du mit nach Geiselwind zum Ausstellen? Oder? Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Also wir machen kleine Standards mit Bäcker Party Race. Ich denke, BMW bringt den Motorrad und Indien. Also wir nehmen den Renner für die Hooligan-Klasse nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was die anderen mitbringen. Wir machen natürlich selber auch einen Stand mit Bekleidung. Haben ja ein richtig geiles Verkaufsmobil umgebaut. Also ich habe so ein Verkaufsmobil aus den 70er Jahren ergattert. Haben wir schön beklebt, hergerichtet jetzt. Also es gibt bestimmt einen ganz coolen Stand mit Bekleidung.